Zum dritten Mal ganz oben im Rektorenranking des Hochschulverbandes. Wie geht das bloß? Wie macht er das? Vielleicht ein Fingerzeig, die Eigenschaften von Rektor Koch. Nachdenklich, beharrlich, kommunikationsfreudig. Er hat ein, glaube ich, gutes Empathievermögen. Er schätzt Menschen und freut sich, wenn er besondere Fähigkeiten in ihnen entdeckt. Und er führt die Menschen sehr gerne zusammen, um gemeinsam etwas zu erreichen. Hochspannend mag er sein, der Job von Lambert Koch. Gefährlicher Drahtseilakt jedoch selten. Denn Professor Koch ist gut geerdet in Wuppertal, bei aller elektrisierender Geschäftigkeit. Reines Blendwerk gibt es bei ihm nicht, denn für den Rektor gilt dasselbe wie für seine Uni. Mehr Sein als Schein. Früher war der Rektor einer, der vor allem repräsentiert hat. Heute ist Repräsentation vielleicht ein Drittel der Aufgaben des Rektors im Alltag. Zu einem weiteren Drittel ist er auch Hochschulmanager. Und schließlich ist er auch ein wenig Lobbyist, obwohl dieses Wort nicht schön ist. Aber es geht auch darum, Ressourcen für die Universität mit einzuwerben. Was Rektor Koch vorschwebt, ist deshalb auch das bestmögliche Verhältnis zur Stadt Wuppertal. Mit Oberbürgermeister Mucke ist er regelmäßig im Gespräch. Ein Austausch auf Augenhöhe, geprägt von gegenseitigem Respekt. Der Mann ist innovativ, ist immer am Puls der Zeit, ist aber auch gleichzeitig eng an die Stadt angebunden, offen für Neues, fördert die Universität, wie es nur geht, und hat aus der Universität eine großartige Einrichtung gemacht. Ich selbst habe dort studiert und damals war das so, dass die Uni relativ weit entfernt von der Stadt war. Nicht physisch, aber innerlich. Und heute merke ich eine sehr enge Bindung an die Stadt und das muss auch so eng bleiben. Auch das ist eine Herzensangelegenheit des charismatischen Rektors. Gemeinsames Musizieren. Als Manager und Ökonom leitet ihn die Ratio. Am Flügel zählt nur das Gefühl. Ich bin auch ein emotionaler Mensch und Emotionalität drückt sich auch in der Musik aus, neben vielem anderen. Es ist für mich eine tolle Möglichkeit zu entspannen, aber eben auch mit Menschen zusammenzukommen, auf eine besondere Art und Weise zu kommunizieren.